NRW-Tag, alle Infos zu Programm, Bands und Ablauf am Rheinauhafen in Köln. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen feiert den Landesgeburtstag. Der NRW-Tag im Kölner Rheinauhafen bietet am 17. und 18. August ein buntes Programm. Der Nordrhein-Westfalen-Tag ist ein großes Bürgerfest rund um den Landesgeburtstag. Am 23. August dieses Jahr findet die Veranstaltung am 17. und 18. August 2024 in Köln statt. Die Feiermeile rund um den Rheinauhafen erstreckt sich über 2,5 Kilometer und bietet mit rund 200 Ausstellern und drei Bühnen Unterhaltung und Programm. NRW-Tag 2024. Wann? 17. und 18. August 2024. Wo? Rund um den Kölner Rheinauhafen, zwischen Deutzer Brücke und Südbrücke. Empfangen werden die Besucher am NRW-Tag nahe der Deutzer Brücke von dem Frachtschiff MS Wissenschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Das Schiff bietet ein schwimmendes Science Center mit vielen Stationen zum Thema Wissenschaft und Geschichte. An Land geht es weiter mit Informationsständen von etwa 40 Städten und Regionen. Im Rheinauhafen informiert die Landesregierung über ihre Arbeit. Es werden Aufgaben und Projekte der Ministerien vorgestellt sowie unterschiedliche Karrieremöglichkeiten präsentiert. Ebenfalls im Rheinauhafen ist der Landtag mit seinen Fraktionen präsent. Außerdem informieren die Bundeswehr sowie die Stadtwerke über Karriereangebote. Auf der anderen Seite des Rheinauhafens stellen zwischen Rheinaustraße und Ubiering die Polizei, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und die Malteser ihre technische Ausstattung vor. Am Gustav-Heinemann-Ufer ab der Südbrücke lassen sich zudem Ausrüstung, Fahrzeuge und Helikopter der Johanniter, Bundeswehr, Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk bestaunen. Entlang der Agrippiner Werft und auf der Bayernstraße präsentieren ehrenamtliche Vereine, darunter die Kölner Städtepartnerschaftsvereine und das Blau-Gelbe Kreuz, ihre Arbeit. Das Bühnenprogramm beim NRW-Tag 2024. Für noch mehr Unterhaltung sorgen drei Bühnen auf dem Festgelände mit einem ganztägigen Programm an beiden Tagen. Auf der Nordbühne werden Talkformate, Panels und Autorenlesungen geboten. Auf der Sparkassenbühne findet unter anderem eine vom Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen organisierte Versteigerung beschlagnahmter Gegenstände sowie der Poetry Slam Klassiker Reim in Flammen statt. Die Südbühne lockt mit einem bunten musikalischen Programm, zudem wird das traditionelle Sommerkonzert der Landesregierung in diesem Jahr erstmalig in die Feierlichkeit rund um den Nordrhein-Westfalen-Tag integriert. Es findet unter dem Motto Umsonst und draußen am Samstag auf dem Roncalli-Platz statt. Von 20 bis ca. 22 Uhr spielt dann die Nordwestdeutsche Philharmonie unter Leitung von Frank Bermann. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Sonntag finden auf der Bühne am Roncalli-Platz zudem noch weitere kostenlose Konzerte statt, unter anderem mit dem bekannten Kölner Musiker Montag Torres. NRW-Tag 2024. Programmpunkte am Samstag 17. August. Bühne Nord, 11 Uhr und 30 Minuten bis 12 Uhr. Jazz-Duo Tamara Lukasheva und Viktor Fox. 12 Uhr und 30 Minuten bis 13 Uhr und 30 Minuten, zwischen Fake News und Key, Talk mit Minister Nathanael Jeminski. 14 bis 15 Uhr und 30 Minuten, Innenminister Herbert Reul im Gespräch, Talkrunde mit dem Präventionsnetzwerk Sicher im Dienst. 16 bis 16 Uhr und 30 Minuten, Singer-Songwriter Paul Weber. 17 bis 18 Uhr, Lesung und Musik mit dem Frontmann der Band Die Sterne. 18 Uhr und 30 Minuten bis 19 Uhr, R&B Soul mit ISH. 19 Uhr und 30 Minuten bis 20 Uhr und 30 Minuten, feministische und humorvolle Autorinnenlesung mit Paula Irmschler. Sparkassenbühne,
12 bis 13 Uhr, Toi et Moi, Nouvelle Chanson Duo. 14 bis 15 Uhr, Lampe, von Luffy in die Geheimtipp auf die MRW-Tagsbühne. 15 Uhr und 30 Minuten bis 17 Uhr, Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen, Versteigerung beschlagnahmter Gegenstände. 18 bis 19 Uhr, EES, Afropop trifft Hip-Hop, Namibia trifft NRW. 20 bis 21 Uhr und 15 Minuten, Maxim, fesselnde Bilder in eingehenden Pop-Rock-Beats. Bühne Süd, 11 bis 12 Uhr, Tanz und Musik aus der Ukraine, zwischen volkstümlicher Authentizität und modernem Liedgut. 13 bis 14 Uhr, Epstein es Kletzmer Tuff, Kletzmer im Duo mit Igor Epstein und Vitali Eberlin. 14 Uhr und 45 Minuten bis 15 Uhr, Moulin Rouge, kurzer Einblick in das Erfolgsmusical. 16 bis 17 Uhr, Pinchas Perros, internationale Crossover Mariachi Band. 18 bis 19 Uhr, IUMA, sanfter Pop mit tiefgehenden Texten. 20 bis 21 Uhr, Nico Gomez, Popsongs mit Groove und Entertainment Faktor. Bühne Roncalli Platz, 20 bis ca. 22 Uhr, Nordwestdeutsche Philharmonie unter Leitung von Frank Bermann. NRW Tag 2024, Programmpunkte am Sonntag 18. August. Bühne Nord, 10 bis 12 Uhr, Live-Arrangement mit Jürgen Terhaag und den Queer Impro Voice, Talk zum Thema Vielfalt ist politisch, Rap und Breakdance mit No Limits, Buchvorstellung Rückverteilung des Reichtums mit Professor C. Butterwege. 13 bis 14 Uhr, Staatssekretär Matthias Heidmeier im Gespräch, Podiumsdiskussion zum Thema 50 Jahre soziale Innovation für Nordrhein-Westfalen. 15 bis 16 Uhr, Nathalie Harapath und Christoph Danne stellen ihre neuen Bücher vor. 16 Uhr und 30 Minuten bis 17 Uhr und 30 Minuten, Erik Pfeil, Autorenlesung mit gefragtem TV-Autor und Italien-Fan. 18 bis 19 Uhr, Julius Vapiano und Zwiemaus, Memes, Gastro-Guides und Geschichten aus dem Arbeitsalltag zweier brotloser KünstlersternInnen. Sparkassenbühne, 11 bis 12 Uhr, Pelemele, Kinderband mit buntem Rock, Pop, Skamix, 13 bis 14 Uhr, Johannes Stankowski, Malerische Welt der Kinderlieder. 15 bis 17 Uhr, Rheingold Poetry Slam. 18 bis 19 Uhr, Conny, Deutschrap über Geschlechterrollen, Feminismus und Männlichkeitsbilder. 20 bis 21 Uhr und 15 Minuten, Jules Ahoy, Surfer und Singer-Songwriter mit bildstarken Lyrics. Bühne Süd, 10 bis 11 Uhr, Bresquintett des Escher Konservatoriums. 12 bis 13 Uhr, Trugband Woking Wale und Popfunk-Künstlerin Leonora. 14 bis 16 Uhr, Vorstellung der Preisträger SternInnen Köln engagiert 2024, Independent-Musikerin Jenny Thiele, Talkrunde zum Thema Demokratie lebt vom Ehrenamt. 17 bis 18 Uhr, Lina Bo, Musikerduo mit urbanen Neoblumenkind-Vibes. 19 bis 20 Uhr und 15 Minuten, Marlies Ghost, Sebastian Sturms unverwechselbare Stimme trifft auf Bob Marley Tribute. Bühne Roncalli Platz, 14 bis 14 Uhr und 30 Minuten, Grüngürtelrosen, Kölscher Männerchor mit Mitsinggarantie. 15 bis 16 Uhr, Montag Torres, Pop-Rap über die Bandbreite des Lebens. 18 bis 19 Uhr, Mob Mama x Elize, Bress, Beats, beste Laune. 20 Uhr und 15 Minuten bis 21 Uhr und 30 Minuten, Patrice, Feel Good Vibes mit Reggae-Legende.